Rewe hin. Warte mal, ich muss dein Käpfchen drauf kriegen. Das wird aber gar nicht leicht, weil... Sollen wir größer machen? Nein, nicht größer, kleiner. Aber dann siehst du ja wieder aus. Kannst du den Stuhl ein bisschen runter machen? Der Stuhl ist her wie der andere. So, ein bisschen. Warte. Bloß ein bisschen. Jetzt bin ich... Oh. Was? Oh, jetzt. Bist du down? Jetzt bin ich ab. So. Das Glas ist sauber, das Glas ist ganz frisch. Ja, ich weiß ja nicht. So. Jetzt komm, mach Schändung. Was soll ich machen? Schändung? Sag zu den User, der Joe hat sich spontan entschieden im Rubien Geschmackstest. Ja, ich sag's den User. So, jetzt habe ich das iPad. Also der Käpfel ist drauf, aber... Oh, Glatze. Weißt du, wenn ich ganz nuff gehe, dann sehe ich nicht das Getränk. Du musst dir hin und her schwenken ab und zu. Muss das Getränk sein? Ja, was ist denn, was macht, was fliegt da rum? Fliegt? Muck? Tiere. Das ist schlecht, die Muck muss raus, das hasse ich. Kein Muck, es ist kein Muck, keine Angst, die beißt dich. Was denn dann? Ding halt, Staubmuck, Staub. Da hinten hat es keinen Staub, da hinten ist es sauber. Da ist so sauber. Mach doch auf Sendung. Also jetzt pass auf. Wir sind so lustig. Nee, weil pass auf, ich hab's neulich getestet, ein Softdrink. Also kein Energy-Drink, sondern Softdrink. Das ist ein Softdrink, der schmeckt wie ein Energy-Drink. Auch kein Energy-Drink. Ja, schmecke wie Vanille. Und ich habe es neulich getestet. Ich habe mein Urteil abgegeben. Und ich weiß es nicht. Und du weißt es nicht. Du hast keine Ahnung. Nein, echt nicht? Du hast echt keine Ahnung. Es macht so. Das Ding auf Sendung. Weil jetzt sollte mich halt interessieren, was... Was du davor hast. Das ist der Staub, siehst du? Das ist... Das ist der nicht vorhandene Staub, der geht dir zum. Du willst mich bloß wieder ärgern. Ich ärgere dich, der Ruby wird halt geärgert. Nein, weil... So. Sind wir schon auf Sendung? Nein, ich hab's noch nicht. Das auch. Ist so lustig gerade. Ich hab's noch nicht auch. Mach auch. Soll ich auch machen? Mach auch. Na, sag es nochmal. Okay? Mach auch. So. So, also jetzt. Jetzt bin ich da. Du bist voll im Bild. Ich hab mich entschlossen, für den Ruby einen Spättest zu machen. Ein was? Ein später, spontane, ein Spättest? Ein Spättest? Ach so, weil wir es spät. Spätin. Joe testet heute das. Ich habe es ja neulich schon probiert. Und ja, ich sage jetzt nicht, wie ich es gefunden habe. Ich war entweder total begeistert oder eher nicht so. Oder ich fand es ultra bescheiden. Ich weiß von nichts. Du hast keine Ahnung. Ich weiß von nichts. Ich will bloß, damit man mir das auch glaubt. Ne? Oder weil ich habe vielleicht keinen Geschmack. Vielleicht ist es an meiner Generation. Vielleicht bin ich jetzt alt. Keine Ahnung. I'm so old. Und du bist der Truman. Du bist absolute Truman. Ich werde sagen. Der Madness Man. Und du probierst es jetzt. Weißt du schon, was es geht? Ich sehe bloß eine Dose. So, es geht darum. Bitte, guck das an. Yeah, viel Spaß damit. Guck das an, lässt durch, aber schild es nicht so arg, sonst sind wir Sauerei. Sonst sind wir der Geschmackstest versaut. Ja, ich sehe eine Dragonsdose und da steht drauf, ich sehe ohne Brille wieder nichts. Dreamworks Dragons Limonade. Drachendrink Limonade. Limonade. So. Auf jeden Fall. Es steht nicht drauf, noch was es schmecken soll. Einfach steht halt drauf nach Energy Drink. Aber es ist eine Limonade, die noch Energy Drink schmeckt. Und es ist kein Taurin drin und so Zeug. Das weiß doch ich nicht. Fett? Hast du Angst, schrumpelt wieder was zusammen? Ha, Fett ist überall. Achso, wenn wir zusammen schrumpeln? Da schrumpelt. Das weiß ich nicht. Achso, was? Vielleicht, nein, da schrumpelt nichts. Warum? Was ist mit Taurin? Nein, stimmt, Taurin ist ja nicht gut für Taurin? Für die Männer. Sag ich doch. Ja, ich habe eine Taurinbrand. Wie heißt das andere? Aufputschmittel, nicht Koffein. Da gibt es nochmal was. Das ist kein Energy-Drink. Das ist ein Limo. Du hast gerade gesagt, der ganz normale Lino. Aber bevor du. Lino. Aber bevor du es aufmachst, ob du aufklopfst, das rausspritzt. Du brauchst eine Brille. Dreamworks, du bist so old, du brauchst eine Brille. Das sind doch die Menschen aus Hollywood. Ja, die machen Film. Warum machen die plötzlich Limonade? Nein, das ist ja. Die Limonade ist von Fitz. Fitz kennst du? Fitz? Fitz Cola oder wie? Fitz? 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 Fitz Cola und so Zeug. Also für den. F-I-Z-Z? Ja, F-I-Z-Z. Ja, Z-Z. Fitz? 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 Steht drauf, du brauchst eine Brille. Machen die ja Afrika. You need a Brille. Oh, ich mach was auf, das ist 2 Dioptrien. Da, nimm sie, ist gelb. Nimm sie, du siehst was. Nein, das ist schon mit Brille. Das darfst du gar nicht mit deinen Mädels sein, sonst ist aus. Jetzt wischt das auch noch ab. Ich hab clean eyes, was glaubst du noch? Ich sitz drauf. Jetzt nimm doch den dreckigsten Staubwegel, was es gibt. Nimm doch einfach das Ding, du siehst. You see all the truth. Die User werden sagen, jetzt pass auf. Jetzt ist vorbei. 2,0. Joe mit Brille, letzter Will. Du siehst ein bisschen aus wie clever und smart, weißt du? Weißt du es noch? Weißt du es noch? Das ist so geil. Hast Neu. Du 1-0 da? 1-5er habe ich da. 1-0 nicht? Du brauchst schon 1-5. 1-0 bringt dir schon lange nichts mehr. Da nimm 1-5. Oh. 1-5. Gib mal die 2er. Leck das Ding. 1-0 hast du im Büro drüber. Ja. Da hätte ich mir das Ohr gestochen. Du kannst ja das testen.
Kinderzahncreme. Zauberstar kann ich testen. Immer arg süß. Willst du es probieren? Die Edelzahnmann. Der hat aber nicht so gut abgeschnitten. Aber egal, das kannst du. Du bist ja Zahnspezialist. Ja, ja. Der war der Joe war an dem ich was war? Kieferorthopäd oder was war? Kieferorthopäd. Was war's? Landeszahntechniker. Landeszahntechniker. Nee, ohne Scheiß, Zahntechniker. Was ist mit dem Stuhl? Der ist der Topstuhl. Das ist mein bester Stuhl im Stall. Gott macht der Wissenschaft. Auf der Seite steht's irgendwo. FIS, Germany. Albach. Oder wo ist er her? Alling, das kommt aus Bayern. Ja, Bayern. Also, unser Nee wird er schmecken. Ich komme doch aus Bayern. Ja, vielleicht letzte Fix noch dabei. Ja, du bist aus Franken, nicht aus Bayern. Nicht zusammentrinken, die ich kleb die Brill. Nicht hinmachen. Gib mir die Brill. Der macht mein Brill he. Die brauche ich noch zum Vergrößern. Die Klasse, die Biegel abbrochen. Toll! Die kriegst du von Euro! Test over! Herr! Nein, die ist super, die Brille liegt für einen Euro! Jetzt biegt der die he! Die hat wahrscheinlich zwei. Du machst mir alles he, den Autoschlüssel hast du mir he gemacht! Und jetzt die Brille! Meine schöne Brille! Die ist da angeklebt, damit sie hebt, damit die. Dann ist sie doch eh schon in mir schön, wenn sie klebt ist. Weißt du, wie ich aussehe ohne Brille? Weißt du, wie ich aussehe ohne Brille? Niederschwamm. So sehe ich aus ohne Brille! Jetzt. Oh, du musst jetzt aber oben drauf klopfen, sonst spritzt. Ganz vorsichtig. Bist du klopfen? So, jetzt mach's mal auf. Ich bin echt gespannt, wie es dir schmeckt. Wir wissen immer noch nicht, was wir jetzt. Wir sind wie weit auseinander vom Alter her? Vier, fünf Jahre? Taurin, meine ich nicht. Da ist kein Taurin drin. Du mit deinem Taurin. Ah, so, jetzt. Das riecht aber wie Energy Drink. Ja, das habe ich da doch gesagt. Ja, warum riecht Limonade so mit Energy Drink Geschmack, aber es ist kein Energy Drink. Es riecht gut. Taurinfrei. Ich riech's aber gern. Taurin free. Kann ich. Vor der Kamera. Du kannst boah, nein. Du kannst das Ding auf Ex machen. Komm, feins Glas. Tolles Gläschen, ganz neutral riecht's. Was hast du denn jetzt schon wieder? Das riecht gut, ich freue mich. Du machst mir Wahnsinn. Es ist schön kalt, das ja, jetzt wird gleich wieder die Hälfte wieder in den Nebel kommen. Wie beim Kuchen, es wird ein Massaker. Klär dir erstmal alles nein. Er weiß ja gar nicht, wie es ihm schmeckt, aber Hauptsache alles nein. Du bist der deutsche Großverbrauchs-Wohlstands-Taxi-Man. So, jetzt. Sieht aus wie Bier ohne Schaum. Ohne Schaum, habe ich nur Weile Leppers, kommt Schaum. Da hat der alle den ganzen Tisch wieder verspritzt, jetzt bebst wieder 3 Wochen. Das nächste Paket, wo ich ihn ausstelle, kriege ich nicht mehr weg. Ja, mach schön leer. So, jetzt bin ich gespannt. Wie sieht die Farbe? Jetzt leckt er an der Dose. Hat die Dose keine, die brauchen wir doch nicht mehr. Hat doch, ich heb's ja auf. Aber was hebst du Dose? Schobazillus. Wie sie die wieder weg habt? Jetzt steht's halt irgendwo noch, lass vorder stehen, das ist doch scheißegal. Das kann man doch sehen, ne? Da freilich kann man sehen, da steht's aber ein bisschen weiter zu, weil sonst zoomt es her und wird zu unscharf. Ist ja kein Schleichwerbung. So ist gut. Ja, wir machen hier riesen Werbung. Und jetzt soll ich trinken? Ja, wie findest du die Farbe? Schön? Du findest die schön? Ich hab gesagt, es sieht aus irgendwie wie Wikingerbronze. Aber scheißegal. Ja, ja, okay, du findest es gut, du findest schön. Ich bin ja der, wo gerne Bier trinkt, also finde ich die Farbe. Also es blubbert auch schön. So, also gut, ich will dir nicht beeinflussen. Jetzt lass dir schmecken. Ich bin so, ja, trinkfeste, Bu-Trinkfeste, tapfer, feste trinken. Wie Kaugummi. Ja, das ist Energy-Drink halt, ne? So, jetzt pass auf, Achtung. Oh. Die Auge dreht ein bisschen hervor. Und? Was auf, der Witz ist ja, ja das. Der Witz. Also ich sage jetzt von vornherein, schmeckt, kann man trinken. Kann man trinken. Aber komischerweise. Ich bin gespannt, ob du auch noch sagst, wenn du das Glas leer hast. Aber okay. Wahrscheinlich stößt man so auf, dass ich... Ah, oh, du aufstoßt schon. Okay. Ich habe so das Gefühl, in ganz Deutschland, von Nord bis Süd, von West bis Ost, alle Energy-Drinks rund um den Globus schmecken. Noch Gummibärle. Gleich. Ja, aber nicht unbedingt negativ jetzt gleich. Nein. Positiv, aber alle gleich, ob da Erdbeere oder sonst was sind, diese schmecken gleich. Schmecken sehr ähnlich. Warum machen sie nicht bloß eure Dose dann, eure Fabrik? Ich weiß schon, was du meinst, nee, aber ich glaube schon, dass das, weil ich mache ja demnächst, also wenn ihr das schmeckt, dann können wir den Ultima... Jetzt ist dann leer, okay, ja super, ja spricht, das ist wunderbar. Oh mein Gott! Oh. Du hast einen gelben Nase! Ist egal! Du riechst einen gelben Nase! Egal, du hast ein glänzendes Käpfle, das, was soll das heißen?
Ah. Ne, das ist schon. Da ist mehr Kohlensäure drin, wie man denkt. Ja. Guck mal, sprudelt bitte ja. nicht arg. Ja. Warum stehst du? Und wenn es raus muss, lass raus. Ne, das füllt erstmal auf. Und wenn sie überhaupt keinen Platz mehr hat, dann kommt es ja, irgendwo raus. Ja, was soll ich jetzt zu den User sagen? Nein, wie findest du, wie schmeckt das? Wie Energy Drink. Aber im Positiven. Ja, also pass auf. Ich kann das ja sagen. Ich hab's, wo ich's probiert habe. Deinen Test weiß ich ja nicht. Nee. Ich hab gesagt, es ist okay, aber mir ist es echt zu süß. Es schmeckt so säuerlich süß. Es ist schon okay, aber die ganz Dose, ich hab's nicht geschafft. Also mir war das dann zu süß. Ich mag ja süß. Hör auf, ich hab das ist ein bisschen da. Lass ruhig raus, ist mir auch passiert. Du machst es. Du hast schon ganz rote Ohren. Du machst es nicht. Lieber Gott, ich lass alles drin. Das ist. Se Trost, wie heißt die Kamera, boah. Oh Gott. Oh, Jesus Maria. Nee, ich habe ja Durst. Das ist ja das. Du hast ein glänzendes Gipfle. Ja, der Test war zu meinem eigenen Nutz, weil ich ja Durst, ich bin. Ja, ja. Spaß. Wir können auch den Test gleich drauf machen, weil mich der jetzt echt interessiert. Ach. Weil ich habe lauter Energy Drinks, alles so ein bisschen so Kindermarke. Du hast den mehr im Kühlschrank? Ja, dann würde mich interessieren, wie no, Dragons. No, aber zu viel kleine Trinken heute Abend. Wie Dragons im Schnitt zu der anderen Auswahl. Nur sehen wir ja, ob alle Energy Drinks gleich schmecken. Also, muss ich jetzt noch einen trinken? Ah, nein, du musst überhaupt nichts mehr kennen, das ist ja anders. Ich schon einen trinken noch, aber... Ja, nichts ein, das sind 6 oder 7. Man muss ja eine Dose nicht leer machen. Na, was soll es denn aber schmecken, noch mal Drachenblut? Nein, das habe ich auch gedacht. Mir hat ein bisschen die Farbe irritiert, weil was stellst du denn bei Drachen bitte schön vor? Was für eine Farbe? Was ist jetzt passiert? Ich weiß nicht. Verätzt deine Uhr? Ich krieg schon einen Pickel vom Zeug. Ist Energy Drink auf Uhr wie? Das ist ein Drachentrink. Und ich hab mir den sehen vielleicht deshalb so gelblich gemacht, weil Met, denk an Met. Ja, Met ist was heavy Met trunke? Ja, sieht ja so aus, ne? Bisschen ja, honigmäßig. Ich glaube, ich muss aufstoßen. Ist ja, lass doch raus! Komm voll her! Voll das rüber! Macht man nicht im Internet. Hau rüber, dass man es weghaut! Das ist, jetzt wird's ich hab's drin gelassen. Das kam ungebremst. Nee, du das ist. Das ist so der Hammer. Du hast no chance, boah. Das Ding will raus. Der Drache will fliegen, verstehst du? Die schreibe drauf Limonade, aber schmeckt wie ein Energy Drink. Ja, steht drauf Limonade mit Energy Drink Geschmack. Das ist absolut okay. Also du magst. Ja. Und du kannst ja die ganze Dose trinken. Logo, sie ist ja schön kalt. Ja, sie ist extrem kalt. Extra für dich ganz schön kalt. So und zack, weg ist okay. Und dir ist das nicht so süß? Ja? Ich weiß es nicht. Du weißt, no, was, ja. Du weißt es nicht? Es ist, ich könnte jetzt keine, ich glaube 3 Dosen könnte ich nicht. Ja, das ist ja der Sammel schon im Hochsommer, 36 Grad, du hast den ganzen Tag geschwitzt. Wäre eine Flasche Mineralwasser besser wie das? Also weißt du noch, wo das erste Mal Ginger Ale getrunken hast? Oh, was war denn das? Ginger Ale? Ja, Bitter Lemon und das Zeug. Ginger Ale ist so ein bisschen so ganz speziell. Das sieht in etwa aus wie das, was du jetzt gerade getrunken hast. Und deine User denken bestimmt. Meine User sind die allerbeste. Das sind echt gute mit Menschen. Dir. Wenn er ja. Ich nicht hätte. Ja, und jetzt? Aber es ist nicht schlecht. Dann habe ich immer noch Kathi. Es ist nicht schlecht. Der Uko. Der scheint brav. So. Also du findest gut. Wenn du jetzt der Hanna die Dose noch stellst, wo die Flügel verleiht, ich sage enorm, die schmeckt genauso. Schmeckt fast gleich. Die habe ich, glaube ich, einmal mein ganzes Leben getrunken. Und ich weiß ist bloß, es schmeckt noch Gummibärle. Ja, und es schmeckt wie das auch. Ne? Nicht, ich finde es okay. Also dir hat es geschmeckt, du fandest es ja? Okay. Ja, also, okay. Mir ist doch alles bestens, ist doch super. Aber die Säure will jetzt raus. Die Säure, dann lass sie raus. Geht nicht. Lass sie raus, ist der Drache, wo aus der raus der will. Der kommt raus. Der ohne Zahn. Neu. Geil. Oh, ich muss ganz sehr grübsen. Ja, ja, komm. Komm, ich mach Kamera aus. So. Oh, lass auch. Jetzt ist schon aus. Ja, jetzt kannst du. Ist aus. Mann. Aber wir machen noch einen Schluss. Wir waren heute extrem lustig, das finde ich gut. Es schmeckt aber wie. Der Red Bull schmeckt wie der und der schmeckt wie der andere und der andere schmeckt wie das Kaufland Classic. Ja, schmeckt alles ähnlich. Es wird alles anhören. Aber es ist, ich finde es nicht schlecht. Du findest es nicht schlecht. Ja, das ist schon hauptsächlich. Ich trinke sowas ja auch selten. Also ich habe die Dose nicht geschafft, mir war es zu süß. Respekt. Vielleicht war er ein bisschen empfindlich. Gerade ich, weißt du, gerade ich sag mir ist zu süß, das ist was heißen. Wenn das nicht der gleiche Hersteller ist, wo es Red Bull macht.
Na, das glaube ich nicht. Allee. Also Fizz, es gibt ja dieses Fizz Cola, das ja, ist ja, ja, ja irgendwo. Ja, ne? Und die machen eine andere Sache, Fizz Brause und so. Aber zu trinke ich so eine Dose zwischendurch, aber auf Dauer okay. Getränk muss ich es nicht haben. Ja, dann machen wir aber den Test, wir müssen ja die Dose nicht leer machen. Aber ich habe da alle mögliche Sorte. Wenn ich durstig bin, mache ich die schon leer. Ne, dann machen wir das nächste Mal. Die müssen kalt sein. Ja, dann machen wir das nächste Mal. Das lustig, komm mal, dann machen wir schalten mal an. Das ist ja auch schalten. Ja, ja, dass man. Oh, das Ding. So, jetzt ist auch. Jetzt bin ich wieder im Bild. Jetzt bist du im Bild. Ja. Jetzt habe ich nämlich, er hat ausgestellt, liebe Rubi, weil ja. Ich habe ein Bäuerle machen Ich bin so lieb. Ganz schlimm, hat es gruselt. Ich bin ganz liebe Rubi. So. Und, also dann machen wir das nächste Mal, machen wir tatsächlich, du, dann machen wir den Test. Ja. Ich mache tagsüber einen Waldlauf, dass ich durstig bin. Das brauche ich nicht mehr. Ich bin immer durstig. Das schmeckt mir eher. Es sind 6 oder 7 Dinger und die probieren wir. Dann testen wir mal, wie gut das im Gegensatz zu den anderen abschneidet. Okay. Das hätte mich interessiert. Das andere sind Nahtrache-Dinger. Nein, sind unterschiedliche. Auf der Bus. Da sind Schlümpfe dabei, okay. Star Wars ist dabei. Aber auch Limonade. Teilweise Energy, teilweise Limon. Probier. Also, liebe User, lieber Ruby, es war okay. Schmeckt wie jeder andere Energy-Drink. Alles okay. Ja, aber das ist schon gut. Also im Positiven. Wertung, eins Beste. Und nee. 10 eins Schlechtestes, 10 Beste. 7,8. 7,8, echt ja, so hoch. Echt gut. Ja, ist doch super. Also, der Hersteller wird frei. Das Zeug muss halt kühl sein. Muss kühl sein, ne? Aber es ist ja mit Kohlen das Gleiche, kann man ja sagen. Ja, darf auch nicht warm sein. Darf auch nicht warm sein. Ich trinke Pepsi, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ich trinke das in alle Temperaturen. Du, Pepsi Light. Oh. Wohlgemerkt, bloß Pepsi Light. Ich fliege aus dem Internet. Also oh, ich liebe Werbung. Oh, Pepsi Light. Oh. Trink in mich, Pepsi. Also, wie so gesagt, was? Wunderbar. Du findest gut. Ja? Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Testen. Für den späten Spontantest. Ja, richtig. Ja, überhaupt kein Thema. Ja, wie spät haben wir es denn? So spät haben wir doch noch gar nicht. Die zeigt nichts. Was haben wir denn? Ach, der Ursch. Du hast schon Uhr, obwohl sie nicht geht. Nein, nein, die Batterie muss bloß getauscht werden. Ach so, ja, aber dann brauchst du doch nicht... Du liebst es. Ich brauche Dann empfehle ich dir Slap Snap Bands. Willst du die mal testen? Ich brauche jemanden, der sie testet. Oh, die ist noch, die ist nur zu, die ist OVP, guck mal, und da habe ich sogar noch, da kannst du sogar sagen, ob das ein feines Zahnbürstchen ist. Oh, mit Saugnapf. Zahnbürstchen, mit Saugnapf, findest du es gut? Die kannst du an den Kopf kleben. Kannst du an den Kopf hier einhauen, weißt du, vorne drauf. Also du kannst das gern testen, wenn du willst. Oh. Können wir gern machen. So, die hier. Die Zahnbürst ist eichprimitive billig. Eichprimitive billig? Oh. Echt? Die stacheln das Zahnfleisch auf. Das ist halt für Kinder, man. Die beißen ab und zu nein. Die beißen immer nein, da passt es. So, irgendwie, keine Ahnung. Was hat... Guck hier nicht drauf, du brauchst wieder Brille. Hör auf, ich verbiete das. Du kriegst nicht mehr mein Einser. Du kriegst... Der macht meine Brille. Hey. Die war nimm doch die, das ist viel besser. Das ist wieder 3-0. Nein, das ist ein 2er. Die habe ich deshalb, wenn ich als Feinheit nicht sehe, in dem Licht ist als die Feinheit. Die mache ich nächstes nimm Mal. Nimm sie doch. Nächstes nimm Mal. Doch die Brille. Oh, er nimmt die Brille. Gut. So, jetzt lest du doch. Du willst bloß lachen. Du kannst... Nein, euch mal, was gibt's denn da zum Lachen? Ganz schlimm. Du willst die Werte lesen, oder was drin ist, ne? Die Inhalts... Ja, die Inhaltsstoffe. Integridenzien. Zieh doch die Brille auf, dann siehst du doch. Komm, ich film runter, ich sehe nicht, ich film nicht deinen Kopf. FDI. Ist das eine Partei? Genau, das ist keine Partei. Verein für die deutsche Zahndingsbums irgendwie. Aha, ist das gut? Ach, was weiß ich. Mild und cool, ja, die hat keine gute Bewertung gekriegt. Oh, ich weiß nicht. China-Zahncreme ist oft zu süß. Ich hab... China-Zahncreme ist oft einiges süß. Drüber gelesen. Siehste? Aber weißt du, der eine schreibt das, der andere schreibt das, der andere ist begeistert. Altersgerechter Fluoridanteil, zu viel Fluor ist ja nicht gut, weil man dann wieder strahlt. Oh, nach Hause. Strahlen wir. Ja, da könnte ich jetzt die Diskussion noch fangen. Kann die Kamera aber eigentlich ja ausschalten. Schalt sie aus, deine jetzt User. Kommen, wir sagen noch schön, oh, das ist so schön, Zwinkele. Das gell? Ist so nett, und so die, nett. Die habe ich, so, ganz, ich sag, die hab ganz klasse. Die hast du ganz klasse, das finde ich nett. Aber das ja, hat zusammengeklappt. Wenn da jetzt auch wieder Kleberle dran gewesen wäre, das wieder aus. Doch jeder normale Mensch macht doch so. Ja, aber doch, nein, ich mach das nicht, ich leg die offen an. Du bist da der Rubi. Weil ich sie dauernd brauche. Der Rubi, der dauert. I need Brills für die kleine Sache. I need a Brill for the Thrill. Du brauchst die Brill für den Drill. So, alles klar. Die User haben jetzt was zum Lachen, weil ich da halt einen Geschmackstest gemacht habe. Oh, lustig. Ja, war doch klasse, war doch oder? In Ordnung. War gut, oder? Super. Also, dann machen wir das andere das nächste Mal. Ja, 6 Dosen auf einen Streich. 6 oder 7? 7 noch besser. 7 auf einen Streich, das tapfere Schneiderlein. Ganz trinken? Oh, das ist...
Ich habe extra Plastikbehälter da, durchsichtig, damit man die Farbe sieht. Und damit der Geschmack nicht verfälscht wird. Du bist der Geschmacksmann. Ich bin der Testman. So. Alles klar? Also. Dann nochmal. Ciao, tschüss. Jawohl, und ich danke, Bild. Ha. Danke fürs Zuschauen. Ich gucke, was drin steht. Ich komme eh nicht dazu. Alles klar und tschüss.